herzlich willkommen heute zu einer Folge, wo es, naja, so ein bisschen um Spielzeug und Toys geht. Heute sprechen wir über Bakugan. Bakugan ist eine Sache von Spin Masters hier und es ist so eine Art Sammelspiel, aber mit so Bällen, die so aufploppen wie Transformers. Ich werde euch erstmal zeigen, was ich hier habe. So ein Starter-Set hier, wie dieses hier, gibt es halt häufig zu kaufen. Da hat man dann hier ein paar dieser Bälle drin, die holen wir gleich mal raus. Außerdem hat man hier so magnetische Karten drin und diesen Kartensatz hier. Aber erst einmal gucken wir, was da so drin ist. Also, da ist dann in der Regel so eine Figur drin. Ich habe die hier jetzt, wie ihr seht, noch nicht rausgeholt. Deswegen probiere ich das mal hier so ganz vorsichtig. Kann aber sein, na, die ist nochmal festgeschraubt. Hier sehe ich gerade, beziehungsweise festgemacht mit so einem Clip. Ich weiß nicht, ob man das gerade sieht hier. Deswegen muss ich da nochmal bei mit meinem Messer. Sonst geht sie natürlich kaputt hier. Messer wenig so richtig rein. Zack, irgendwo ist er jetzt offen. So, dann kann man die hier rausholen. Und dann hat man hier schon die Bakugan-Figur. Ich habe mir sagen lassen, das ist relativ tricky, die auch so zusammenzusetzen, damit man die auch hinkriegt, wieder zusammenkriegt. Dazu muss man hier so einiges an Vorbereitung machen. Ihr seht schon, ich mache das hier so in der Hand nebenbei, ohne es mir jetzt vorher durchgelesen zu haben. Das ist vielleicht auch schon sozusagen in Anführungsstrichen der Fehler. Weiß ich nicht. Das Problem ist, dass ich jetzt hier sozusagen A, nicht vorbereitet bin, könnte man jetzt sagen. Aber B, gibt es auch noch ein zweites Problem, dass ich natürlich will, dass ihr das auf der Kamera seht. Das wiederum ist nicht ganz so einfach, das auf der Kamera zu sehen. Also man muss diese Beine hier so weit durchschieben wie nur möglich, dann den hier runter, hier quasi rumwickeln um dieses Ding. Auf der einen Seite ist es schon gelungen, auf der anderen auch. Den Kopf auch noch einpreisen hier. Ich hoffe, ihr könnt das alles so mitverfolgen, wie ich das mitmache. Dazu sollte man eigentlich mehrere Hände haben und jetzt kann man diese hier drauf machen, um es zu schließen. Und eigentlich sollte es dann halten, wenn man alles der Reihe nach richtig gemacht hat. Und ihr seht, es klappt auch. Jetzt habe ich hier einen sogenannten Bakugan-Ball oder Bakugan-Ball. Jetzt muss ich nur noch die anderen rausholen hier, wie auch immer die rauskommen. Zack und zack. Ha. Ihr hört schon, da geht ordentlich auch hier das Plastik. Ja, das muss man vielleicht hier an der einen oder anderen Stelle dann sogar einreißen. Vielleicht auch nicht, wer weiß das schon. Auf jeden Fall, zack, hier, jetzt kommt das Plastik hier. Ah, das ist ein bisschen hartnäckig. Ist auch relativ viel Plastik drumherum, das muss man leider auch so sagen. Das ist natürlich nicht ganz so nett. Hier, so, jetzt haben wir aber hier die Bälle raus. Schade eigentlich, dass es so eine große Plastikschlacht ist. Das möchte ich an der Stelle sagen. Das wäre natürlich netter ohne Plastik. Das kommt hier also aus einem so einem Paket heraus. Und wer jetzt sich das anguckt hier, der sieht hier schon, der hat hier einen Ball. Dieses hier ist sogar ein runder Ball. Also vielleicht habe ich hier sogar irgendwas falsch zusammengemacht, aber ich glaube nicht. So, das legen wir mal ganz kurz zur Seite hier. Die zweite lassen wir einfach mal so. Und dann gucken wir mal, was hier der Battle Planet ist. Der Battle Planet, da ist etwas drin. Ich mache das mal nebenbei auf. Rede mit euch. Aber weiter. Da ist hier jetzt so eine Pappschachtel drin. In dem Battle Planet. Wieder Karten und so etwas. Das kann man mal rausholen. Hier, glücklicherweise habe ich ja immer mein Messer bereit, aber es steht natürlich auch die Kamera am Weg. Hier, das waren übrigens die Sachen hier, die da sind. So, und jetzt, ihr seht in der Battle Arena hier, in dem Battle Planet, ist nochmal wieder eine Figur drin. Gucken wir, dass wir das hier alles so rausholen. Also das und das ist im Battle Planet drin. Und ganz nebenbei noch eine Figur. Die Figur hole ich auch mal wieder raus. Zack und zack. So mit so einem Messer geht es ganz gut. Ehrlich gesagt, jeder sollte immer bei solchen Toy-Verpackungen immer ein Messer dabei haben, finde ich. Messer sind echt was wert. So, jetzt haben wir hier den nächsten Ball. Das ist, glaube ich,
Der sieht genauso aus wie dieser Ball, nur dass der etwas runder zusammengepresst ist und nicht so wie meiner hier. Zack, so. Sieht aber ziemlich genauso aus, nur dass der ein Tick runder ist. So, was ist hier drin? Hier ist ein Spielbrett drin. Das können wir mal versuchen aufzureißen. Und auch da kommt wieder das Messer zum Einsatz hier. Zack. Dann haben wir hier so Schienen, die den Battle Planet abdichten. Und hier nochmal, auch nochmal verpackt mit Plastik. Ja, Spin Masters liebt Plastik scheinbar. Wäre ja an sich nicht so. So. Das zeige ich euch nämlich gleich, wie dieser Battle Planet geht. Das ist ziemlich kultig, finde ich. So, also hier haben wir jetzt den Battle Planet von Bakugan. So, der sieht so aus. Darauf muss man jetzt diese Schienen legen hier. Und das mache ich mal eben kurz. Ich mache einen ganz kurzen Schnitt für euch. So, jetzt bin ich wieder zurück mit der ersten Ausrichtung, wie Bakugan so ein bisschen aussieht. Wir haben ja noch Karten, die sind noch alle in Hülle. Wir haben jetzt auch mittlerweile ein paar Anleitungen und so weiter und so fort. Aber wichtig ist, ich habe jetzt diese Battle Arena hier, den Battle Planet, aufgebaut. Und man legt dort diese Magnetteile rauf. Und was man jetzt eigentlich macht, ist, man nimmt jetzt einen dieser Bakugans hier, dieser Dinger, jeder, also ich und er. Und was man jetzt macht, ist, man lässt den da so rüberrollen. Wenn der dann da drauf ist, dann springt der auf. Und ihr seht jetzt schon, ich habe hier jetzt so eine komische Figur erwürfelt. So, das ist jetzt meiner. Der hat hier eine minus 4 drauf auf dem Teil. Aber grundsätzlich, guckt man, hat der eine Nimmer hier drauf. Und zwar kann man hier sehen, 600. Ich kämpfe jetzt also mit einer Stärke 600. Mein Gegner würde jetzt so machen. Zack, hat diesen hier. Der ist da drauf. Der kriegt plus 100. Diese anderen Dinger, die da drauf sind, werde ich nochmal genau nachlesen. Und dann sucht man hier auf dem Bakugan, muss irgendwo die Nimmer draufstehen, die der hat. Und die sieht man hier drauf. Vielleicht kann man sie sehen, da in der... Ja, kann man gerade nicht, aber vielleicht da so. Da drin ist die Nummer und da hat der eine 400. Das heißt, dieser hier hat jetzt 400 plus 100 sind 500 und dieser hier hat 600 und der würde gewinnen. Das ist im Wesentlichen das Spiel Bakugan als Spiel. Es gibt noch ein paar weitere Extras über die Karten, die ich euch gerne nachher noch erzählen will. Aber das soweit erst einmal als kurzer Einblick und quasi als Unboxing oder als raufgucken, was es ist. Aber schon qualifiziert, denke ich. Ich habe mich entschieden, jetzt erst einmal hier meine Bakugan-Dinger weiter zu rollen. Auch ein bisschen zu üben. Ah, man sieht schon, die flippen nicht so einfach auf. Auch ein bisschen zu üben, ob ich das kann oder nicht kann. Ob es hier, seht ihr, da, zack, das ist hier so eine Schlange, die da rauskommt. Ob ich es hinkriege oder nicht, sie auch wieder zusammenzusetzen, auch das werde ich nochmal üben. Man sieht hier übrigens auch die Bilder immer drauf, also auf den Karten, das ist auch noch ganz nett gemacht hier. Wer die Karten also sieht, der sieht auch, wie dieses Tier dann nachher wirklich aussehen sollte. Also diese Kobra hat man hier schon so, die kann man natürlich auch nochmal hochsetzen. Aber hier sieht man schon den Kobra-Kopf. Auch für die Graue gilt das. Hier ist auch so eine Art Kobra. Ja, und man sieht schon, wie sie sein sollen. Ich probiere es noch ein bisschen weiter und werde euch dann irgendwann in einer der nächsten Folgen mal berichten, wie Bakugan bei mir ankam. Klar, das Ganze ist natürlich eher ein Kinderspielzeug mit einem gewissen Spielanteil dabei. Aber jetzt wisst ihr ungefähr, was euch erwartet, wenn ihr so ein Battle Planet kauft, dann habt ihr das und eine dieser Figuren und in diesen Starterboxen, die so aussehen, habt ihr drei und dann die dazugehörigen Magnetteile. Eine letzte Sache noch, wer sich wundert, warum immer drei Karten drin sind, man sieht das hier zum Beispiel, das ist einmal Deutsch, einmal Englisch und einmal, glaube ich, Spanisch, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also die kommen immer in unterschiedlichen Sprachen, die braucht man natürlich nicht. Aber vielleicht auch ganz spannend für Kinder, denn die verlieren ja auch vielleicht mal die eine oder andere Karte auf dem Pausenhof. Dann hat man noch eine zu Hause als Ersatz. Ja, das war es auch schon, der erste Einblick in Bakugan von Spin Masters. Ich denke mal, ich zeige euch noch irgendwann noch mal mehr davon. Aber das soll es erstmal gewesen sein für heute.
Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Nils. Tschüss und bleibt mir treu, auch wenn ich mal ab und zu Toys zeige. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.